Frage. Kannst du lesen? Auch welcher Sprache unterhaltest du dich mit Fang? Chan. Mit Chan ganz normal Deutsch, weil der kann auch gut Deutsch, weil er Österreich 3 Jahre war und ja, mit Deutsch. Er kann schon gut Deutsch sprechen. Ja. Nächste Frage. Dein Lieblings-Fanggesang der HSV-Fans? Scheiß auf Schule. Kennst du? Ja, ja. Ja. Fanggesang. Was ist Fanggesang? Die Fans singt immer. Ah, okay, okay. Was liebst denn ist? Scheiß auf Schule. Dritte Frage. Was war das Sinnloseste, das du dir je gekauft hast? Sinnlos. Was ich gekauft habe, was war sinnlos? Irgendwas könnte sein, aber. Pff. Ich bin oft bei ihm zu einkaufen, aber. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Was. Nee, gibt's nicht. Vierte Frage. Ist ihr zu Hause mit Stäbchen? Ja, ja, mit Stäbchen. Aber ich benutze auch Gabel und Löffel auch, so wie Messer auch, ganz normal, so wie in Deutschland oder so wie Europa. Fünfte. Lieblingsstadion neben dem Volksparkstadion? Dortmund-Stadion. Wie heißt die Stadion? Signalparkstadion oder Signalpark? Iduna Park oder? Weiß nicht, aber Dortmund-Stadion mag ich. Sechste. Hast du ein Haustier und wenn ja, welches? Ich habe kein. Wenn ich hier jetzt hier ja sage, mein Vermieter schimpft mich. Ich habe kein Zuhause. Also in Japan habe ich 2 Geckos und eine kleine Tiere, aber ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch. Lulu und die 2 Gecko heißt genau. Eku und No heißt. Ja. Eko und No? Ja, Eko und No heißt die 2 Geckos. Wo gehst du in Hamburg am liebsten asiatisch essen? Asiatisch essen? Nicht asiatisch, also typisch japanisch essen, gehe ich ganz oft zum Akari. Das gibt es neben Alster. Wie heißt der? Puppenhunderstraße oder sowas, ja, da gehe ich gerne hin. Hami? Ja, Hami auch. Koreanisch essen. Ich gehe oft mit Chan und ja, da mag ich auch Hami. Wie wird in Japan Weihnachten gefeiert? Ich glaube, das ist auch für uns schon besonderes Tage, aber wir feiern uns nicht so wie Deutschland, also so groß wie Deutschland sind wir nicht. Aber schon, wie gesagt, besonderes Tage und ja, viele Geschenke, gutes Essen mit Familien und ja, auf jeden Fall. So kleine Feier machen wir auch. Oder? Ja, ganz genau. Letzte Frage. Schon letzte. Aber danke. Hat der Abschied aus der japanischen Nationalmannschaft deine Leistung gut getan? Ich glaube schon, weil ich nicht lang nach Japan fliegen muss.
Und dann kann ich auch hier gut vorbereiten, dass ich fit werde. Und ja, auf jeden Fall für mich ist ein bisschen Kopf frei bekommen und bin ich jetzt, mein Körper ist gut zuständig, guter Zustand. Und ich glaube, hat es schon gut getan, glaube ich. Vielen Dank für eure Fragen. Jetzt könnt ihr ja meinen Trikots gewinnen. Meldet euch bitte hier die Adresse. Bin mal gespannt, wer gewinnt.